sitze hier auf meiner Harley Davidson Knucklehead von 1938. Es handelt sich hier um einen sogenannten Texas Stroker. Texas Stroker bedeutet, dass diese Maschine einen modifizierten Motor hat. Als die Knucklehead damals auf den Markt kam, wurden parallel dazu ja auch Flathead-Modelle gebaut. Die Knucklehead mit 1000 Kubik war ein sportliches Motorrad. Trotzdem hat es nicht lange gedauert und die Jungs von damals haben nach mehr Leistung gesucht. In diesem Knucklehead-Motor ist eine Kurbelwelle von einer großen Flathead eingebaut. Damit konnte man relativ einfach eine Hubraumvergrößerung auf nahezu 80 Kubik-Inch oder 1300 Kubik erreichen. Also einen Zuwachs von nahezu 300 Kubikzentimeter. Verbunden mit einem Zuwachs an Leistung. Und das war ja genau das, was die Jungs gesucht haben. Und ich muss sagen, der Aufwand, diese Kurbelwelle in einem Knucklehead-Kurbelgehäuse unterzubekommen, ist zwar doch erheblich am Ende, weil einiges an Fräs- und Dreharbeiten notwendig sind, aber am Ende lohnt sich das. Der Motor hat deutlich mehr Drehmoment und auch die Leistung insgesamt steigt, sodass die sportliche 1000 Kubikzentimeter Knucklehead noch sportlicher wird und vor allem das Beschleunigen im dritten und vierten Gang ist wesentlich verbessert. Texas Stroker Knucklehead ist ein typischer Bobber. Das heißt, ein serienmäßiges Fahrgestell, Rahmen, Gabel, Räder, kombiniert mit Modifikationen wie gekürzte Schutzbleche, anderer Scheinwerfer, eingekürzter Lenker, kleiner Tank, Fußrasten statt Trittbrettern und der Umbau von Fußkupplung und Handschaltung auf Handkupplung und Fußschaltung mit dem sogenannten Mousetrap-Ausrückmechanismus von der Penhead, was sich natürlich wesentlich müheloser fahren lässt. Die Teile habe ich im Laufe der Jahre auf verschiedenen Swap-Meets, auf eBay und von Kumpels zusammengetragen. Der Tank ist ein originaler Tank aus der Harley-Davidson Ayamaki-Ära. Harley-Davidson war mal Besitzer von Ayamaki und aus dieser Zeit stammen italienische Einzylinder-Motorräder, die das V2-Programm aus Milwaukee ergänzt haben und das ist so ein Tank. Mit dazugehörigem Tachometer von Velia, nicht so angeordnet wie hier. Original war der Tachometer vorne im Lampengehäuse. Ein Öldruckmesser aus einem amerikanischen Auto, keine Ahnung von welchem, habe ich auf Kuba gefunden. Der kleine 6 Zoll Luftfilter ist übrigens serienmäßig. Das war so an einer 1938er Harley Davidson mit aufgenietetem Inspektionsemblem, auf dem steht, wie der Kunde den Luftfilter zu warten hat. Atmen tut der Motor durch den originalen M5 Linkert-Vergaser, der Serienausstattung war. Hier nochmal gut zu sehen, der Umbau von serienmäßigen Trittbrettern
auf Fußrasten. Es ist ein WNW-eigenes Produkt der Marke Cyclery. Sieht sportlicher aus, erlaubt etwas mehr Schräglage als die Trittbretter. Was wir hier noch sehen, ist ein originales Harley-Davidson-Zubehör aus den 1940er und 1950er Jahren. Ein sogenanntes Fender-Tip, einfach ein Schutzblechabschluss, verchromt, der zugkaufbarer Zierrad war. Das Schutzblech ist ein Originalschutzblech, das lediglich gekürzt wurde, um diesen sogenannten Bobtail-Look zu bekommen und auch wieder das sportliche Aussehen der Maschine zu unterstreichen. Vorne ist ein gekürztes Schutzblech einer alten Sportster. Die Streben wurden so abgeändert, dass das Ganze an eine Springergabel passt, mit angenietetem Halter, leicht an- und abzubauen, unterstreicht auch wieder den sportlichen Charakter der Maschine. Für die Restauration der Maschine habe ich ungefähr ein Jahr gebraucht. Der Motor war noch nicht gemacht, den habe ich auch restauriert. Das ist übrigens auf unserer Homepage ausführlich beschrieben. So, jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt werde ich den Texas Stroker mal starten, damit ihr hören könnt, wie sich das anhört.